Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hinter mir meinen Sattelschrank Turniersaison fertig gemacht. Alles für die Katz, aber der ist gerade sehr, sehr ordentlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch das einmal, wie ich das jetzt neu eingeräumt habe, was neu dazu kam und was ich jetzt wirklich hier immer fest drin habe, weil es ist halt wirklich alles perfekt vorbereitet gewesen für Leipzig. Aber dazu am Ende mehr und jetzt gucken wir das alles erstmal an. Luisa hat beschlossen, dass wir auf der linken Seite starten und ich würde sagen, wir fangen einfach oben an und arbeiten uns einmal nach unten durch. Hier sind die Turnierschabracken, da kommen zwar noch welche dazu, aber das sind jetzt auf jeden Fall auch alles frisch gewaschene und auch ganz neue, die ihr noch nicht kennt. Zum Beispiel die hier, die habe ich dann auch nochmal in schwarz. Hier sind dann noch andere, aber wie gesagt, da kommen auch noch welche. Da könnt ihr also gespannt sein. Bin wieder in schwarz und blau ganz normal ausgerüstet. Kann ich gleich mal hier rüber kommen. Hier ist nämlich mein Jackett oder meine Jackettsammlung. Also da wird sich wahrscheinlich auch noch mal was ändern. Aber schwarz und blau wird auf jeden Fall bleiben, dass ich das immer rumswitchen kann. Finde ich ganz schön, weil zum Beispiel bei Lumpi, da er ja so ein bisschen grau meliert ist als Schimmel, finde ich, sieht blau nicht so schön aus. Da passt schwarz einfach besser dazu. Zum Beispiel auch bei der Püppi finde ich blau viel schöner. Deswegen habe ich da Auswahl. Hier kommt ein freies Fach. In dem Tresor ist, glaube ich, nichts drin. Das kann man aber nochmal extra abschließen, was ich sehr gut finde, wenn man Autoschlüssel oder sowas deponieren will. Ja, dann ist hier Krimskramsfach mit Süßigkeiten. ein Schloss zum Anschließen des Schrankes auf dem Turnier. Ja, und hier kann man halt einfach immer was zwischenlagern. Und dann schauen wir mal hier rein. Das ist nämlich das Putzzeug. Wir haben ja komplett von Haas hier einmal die Ausrüstung mit den ganz verschiedenen Bürsten. Und da ich ja Turniere schon sehr klassisch unterwegs bin, habe ich hier auch alles, was möglich war, in schwarz und ganz schlicht, aber trotzdem ein bisschen Glitzer. Die Bürsten sind wirklich super gut und ich habe eben einmal für zu Hause und einmal für Turnier getrennt, dass das auch immer ordentlich und sauber ist. Hier hinten einfach einmal mit verschiedenen Leckerlis. Das fülle ich einfach immer auf, weil das sehr praktisch ist. Da kann man einfach hier reingreifen und man hat nicht so viele Tüten rumstehen. Und Babytücher. Scheißegal, von welcher Marke die sind, aber die sind super, um einfach nochmal schnell Staub wegzuwischen, die Augen nüstern sauber zu machen. Und damit ist eigentlich auch das Fach schon fertig. Und wir gehen eine Etage tiefer. Da sind die Gamaschen oder der ganze Beinschutz größtenteils. Das sind meine neuen Turniergamaschen. Die sind so schön, oder? Also für hinten hatte ich ja schon schwarze. Deswegen habe ich für hinten jetzt keine neuen gebraucht. Aber das sind die ganz, ganz guten. Und dann gibt es nochmal halbgute für die kleineren Turniere und die Jungpferde und sowas. Und was ihr hier unten seht, vielleicht kennt ihr das, das sind nochmal so Energy Booster. Das sind einfach nochmal Elektrolyte, die direkt vom Start oder so gegeben werden können. Finde ich immer sehr gut, weil dann einfach nochmal mehr Power in den Stoffwechsel gepumpt wird und die Pferde nochmal bessere Leistung bringen können. Jetzt habe ich hier oben die Schublade vergessen. Die machen wir gleich zum Schluss. Wir gehen erstmal kurz hier ganz nach unten. Hier ist das ganze Pflegezeug eigentlich größtenteils. Also hier ist einmal Lederpflege, Pferdepflege und Sporen und sowas. Also was ist das dann? Menschenpflege. genau, also hier habe ich ganze Schweifspray, Fliegenspray, jetzt auch das Einflechtzeug. Ich habe einige Packungen von den Gummis hier schon mal gebunkert, weil ich da ja immer viele brauche. Lederzeug, ganz verschiedene Sachen, das zum schnell drüber putzen, falls es mal gründlicher sein muss. Hier verschiedene Sachen. Ja, also das einfach so ein bisschen thematisch geordnet. Hier meine Stollen. Da müsste ich eigentlich auch nochmal neue kaufen. Naja. Das wird, wenn es dann wirklich an die grüne Saison geht. Hier
Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Sind auch nochmal Elektrolyte. Die kann man entweder übers Futter machen oder ins Wasser geben. Das trinken die Pferde auch sehr, sehr gut, dass sie einfach durch das vermehrte Schwitzen noch mehr Energie zugeführt bekommen und nicht zu viel Elektrolyte verlieren. Ja, und dann hier hinten sind nochmal so ganz, ganz billige Ersatzhalfter. Hier so ein paar Kompressen, falls mal irgendwas sein sollte. Ersatzstricke und Ersatzzüge und Kabelbinder. Falls mir mal wieder ein Stiefel platzt, habe ich jetzt Kabelbinder dabei. Und das letzte auf der Seite ist hier oben drin. Das zeige ich euch einmal so einzeln. Runde Kopfnummern, nicht wirklich zum Reiten, sondern fürs Halfter. Wenn man auf den großen Turnieren ja viel spazieren geht, muss man ja auch Nummern dran haben. Dann hier nochmal einen Nachschub, sieht man auch deutlich, welche neu sind, an den Schabrackennummern. Da habe ich jetzt auch genügend, weil ich sag mal, da verlegt man hier immer mal wieder eine und dann sucht man sie, wenn man zu wenig hat und hat Probleme. Und dann sind hier oben noch die ganzen Fliegenmützchen drin. Und da gibt es auch neue und alte. Die zum Beispiel ist neu. Hat so gefütterte Ohren. Das ist so eine Silent-Mütze. Und ja, da bin ich mal gespannt. Werde das mal an der Püppi austesten. Ob das vielleicht was für sie bringt, weil sie ja in so mit dieser Atmosphäre schon noch so ein bisschen zu kämpfen hat. Und dann sind wir hier fertig und gehen einmal auf die andere Seite. Und dann die zweite Seite. Ich mache das auch wieder von oben nach unten. Oben sind meine Helme. Die habe ich auch so ein bisschen aussortiert. Habe welche rausgenommen, die ich jetzt nur für zu Hause noch nehme. Werde ich die aber trotzdem mal kurz zeigen. Das hier ist der Diamond. Das ist ja schon ein ziemliches Schätzchen. Den habe ich sehr, sehr, sehr gerne. Und dann habe ich... Welcher ist das? Ich glaube, das ist der Pink. Ja, genau. Der mit Pink Ribbon in Kooperation entstanden ist. Das ist natürlich was, was auch zum Outfit passen muss. Aber es ist dezent und trotzdem ein Hingucker. Also da habe ich schon sehr viele Blicke auf mich gezogen und Nachfragen bekommen, was es denn für ein Helm ist. Das finde ich super. Und der letzte Helm müsste jetzt der blau-weiße sein. Genau. Das ist der normale Succeed Glamour Blue Silver oder sowas heißt der. Für das blaue Outfit sehr, sehr schick. Und dann habe ich hier nochmal so einen Beutel, aber ohne Helm, sondern mit meinen ganzen Handschuhen. Weil die fliegen bei mir immer rum und die sind immer weg. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich so Beutel übrig und kann die einfach da drin lagern. Dann habe ich hier hinten nochmal eine Ersatzjacke für mich, falls es regnen sollte und man da was braucht. Hier nochmal ein Stirnband. Was ist das denn? Ah, noch so eine Lampe wieder drüben. Die sollte eigentlich hier hinkommen, aber da hingen die ganzen Schleifen, deswegen war das ziemlich sinnlos. Ja, dann hier kommen natürlich noch Sattel und Trense, Vorderzeug und so ein Quark rein. Der Behemoth ist möglichst immer dabei. Ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal mache ich den hier mit rein. Meistens ist der aber in der Sattelkammer vom Hänger oder vom Transporter, weil er einfach schon ein bisschen Platz wegnimmt. Aber gerade so für die Regeneration der Muskeln auf dem Turnier ist der einfach super gut. Die haben viel weniger Muskelkater und sind einfach leistungsbereiter, gleichzeitig aber viel entspannter. Und da bin ich sehr froh, dass wir Ina schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt als Partner haben. Schon ein ganz schönes Stück, dass wir mit ihr zusammenarbeiten. Ja, also Sattel und sowas kommen noch rein. Hier ist mein derzeitiger Gurt. Hier passen dazu die Lammfelle. Die kann man einfach mit Klett abmachen und waschen. Finde ich sehr gut, weil sonst ist das ja mit Lammfellgurten immer ein bisschen schwierig. Hier hinten. Das Baby des Turniers. Der Rucksack. Da ist immer Gerte. Eigentlich gibt es noch eine zweite. Eigentlich gibt es noch eine zweite. Wer weiß. Gerte drin. Hier sind nochmal. Ah,
hier ist auch der zweite Strick, den ich gesucht habe. Jetzt ist das alles schon gepackt. Nochmal Leckerchen, dann können hier Gamaschen mit reinkommen. Einfach das, was man immer braucht. Wahnsinn, hier ist noch ein Pulli drin. Also ich bin gut ausgerüstet. Der kann auf jeden Fall wieder rein. Und dann habe ich hier meine Stiefel. Die könnte ich auch hinstellen, aber dann würden die Falten bekommen. Deswegen lege ich die immer hin. Das sind hier meine neuen Turnierstiefel. Ich hole mal einen raus hier. Von Healthy Horses habe ich die konfigurieren und anfertigen lassen. Die sind hier sehr schön, sehr bequem. Und die sind halt wirklich nur für gut, für Turniere oder besondere Videos oder Fotoshootings oder sowas. Also nicht für den Alltag. Dann ist hier unten noch, das hole ich jetzt aber nicht raus und zeige das in Größe, weil sonst habe ich Probleme, das wieder zusammenzulegen, so eine Boxengardine. Heißt also, das kann man ran an die mobilen Boxen machen im Steilzelt, dass es einfach schöner aussieht. Also es hat jetzt keine großartige Bewandtnis, Funktion, Bedeutung, einfach nur, dass es schön ordentlich aussieht und alles ein bisschen hübsch ist. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Fach hier unten. Das sind die ganzen Arschschutzdecken. Hier hinten ist auch noch mal eine Softshell-Decke, falls es mal so leicht regnet. Aber das sind so die Basics. Da sind, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Decken drin. Und ja, auch noch mal in Blau und Schwarz, falls man das dann halt auch mal zum Reiten irgendwie drauf haben will. Das auch passend. Und dann das allerletzte, was ich zeigen kann, wenn ich nichts vergessen habe. Die Turnierhalfter. Das ist neu, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Dafür gibt es auch noch ein zweites. Für Lumpi und Pippi dann sozusagen. Saubere neue Stricke in Schwarz. Und hier, da kam kurz nachdem ich die Halfter bekommen habe, ein großes Paket von den neuen Riders Choice Teil Fell-Lammhalftern. Ja, hätte ich mir das eigentlich auch sparen können. Die sind schon sehr schön. Und das ist jetzt sozusagen Püppis Farbe, die ich jetzt so ausgesucht hatte. Deswegen hängt das jetzt hier wegen Leipzig. Aber gibt es in ganz vielen Farben. Rusty hat ja auch eins in Silber hier zu Hause drauf. Weil. Aber nee, dazu muss ich sagen, das kriegt er auch nur drauf, wenn er sauber am Kopf ist. Also wenn er das totale Schlammmonster ist, dann nehme ich schnell ein dreckiges, weil ich will ja nicht, dass das dreckig wird und dass ich das dann so oft waschen muss. Aber das war's. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Doch, ich habe noch was vergessen. Das da. Mm. Das sind die Magic Tag Inlays von der Püppi jetzt. Das hatte ich immer für zu Hause. Das ist das Schöne. Gute fürs Turnier. Ein bisschen Bling Bling darf ja auch sein. Nur blöderweise ist das kaputt gegangen. Da muss ich irgendwie mal schauen, dass ich ein neues bekomme, weil das ist sehr schön und das ist sehr schade. Ja, ansonsten habe ich hier noch 2 Schleifen hängen. Eigentlich auch noch die von München, die wollte ich noch mit reinhängen von Lumpi jetzt, aber die habe ich noch drin in meinem Zimmer. Das sind so die wichtigsten so gewesen von der alten Saison. Die nehme ich dann mit in die neue Saison, dass sie Glück bringen. Aber ansonsten habe ich die alle rausgeschmissen, weil ich will ja wieder Platz haben für neue, oder? Ja, aber wie gesagt, das Ganze war halt einfach für die Katz, weil ich kann leider nicht nach Leipzig fahren. Doch, ich werde schon nach Leipzig fahren, ich werde in Leipzig sein, aber leider ohne den Schrank und ohne die Püppi. Denn die Maus steht seit 2 Tagen mit einem dicken Bein da, hat auch Tierärztin jetzt gerade da, aber es sieht jetzt so aus, als wäre das nur wie vertreten und dann einfach ein großer blauer Fleck, der entstanden ist. Sie ist auch nicht lahm, aber es bringt natürlich nichts, wenn ich da mit einem dicken Bein ankomme. Das bringt keinem was, am wenigsten dem Pferd. Und deswegen, ja, ist halt jetzt leider blöd gelaufen, aber da muss ich jetzt einfach für das Pferd entscheiden. Und es wäre jetzt auch leider keine Option gewesen, dass ich Lumpi mitnehme, weil der ist jetzt nicht im Training und das jetzt so Hals über Kopf zu starten, wäre wirklich Schwachsinn gewesen. Das wäre auch für ihn nicht gut geworden. Deswegen komme ich leider ohne Pferd nach Leipzig. Werde aber ab
ungefähr Donnerstagmittag da sein. Ich habe einen sehr straffen Zeitplan. Also ich habe genug zu tun. Freue mich auf ein wunderschönes, verlängertes Wochenende mit Jeannie. Die wird mich nämlich begleiten. Alex bleibt zu Hause bei den Pferden. Das wäre auch sowieso von Anfang an so gewesen. Also Alex wäre eh nicht mitgekommen. Und ja, ist jetzt eigentlich alles wie geplant, nur ohne Pferd. Und das macht mich schon sehr traurig, weil jetzt habe ich mal so ein geiles Turnier hier vor der Haustür. Also ich fahre eine Stunde dahin und jetzt kann ich da nicht reiten. Aber so ist das Leben eben. Ich dachte, 2020 wird mein Jahr und es geht richtig los. Aber naja, wir müssen noch ein bisschen mit Startschwierigkeiten kämpfen. Das wird aber auch noch besser werden. Da glaube ich ganz fest dran. Wir arbeiten weiter, dass wir dann einfach später in die Saison starten können. Aber ja, das war's jetzt eigentlich. Ich wollte euch das trotzdem so gut sortiert, gut aufgefüllt und ordentlich zeigen und hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, würde mir sehr viel bedeuten und uns sehr viel weiterhelfen, dass wir euch auch weiterhin die Videos in dieser Hülle und Fülle bereitstellen können. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, sehen wir uns trotzdem in Leipzig. Offizielle Meet-and-Greet-Zeiten und sowas findet ihr alles auf Instagram. Das werde ich da noch teilen, wenn ich dann wirklich finale Zeiten habe. Ansonsten könnt ihr gerne immer Hallo sagen, wenn ihr mich irgendwo seht. Wenn ich mega im Stress bin, dann bin ich trotzdem kurz für euch da, muss dann aber weiter. Also, wie gesagt, ich habe einen straffen Zeitplan. Aber falls ihr Jeannie und mich seht, immer gerne Hallo sagen. Und wir sehen uns hoffentlich trotzdem in Leipzig. Und drückt mir bitte ganz fest die Daumen, dass es mit der Puppy wieder besser wird, ganz schnell. Es hätte halt auch nächste Woche passieren können, ne? Aber nein, es muss jetzt zu Leipzig sein. Egal, wir hoffen das Beste und bis zum nächsten Mal.